Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu The Ultimate Trial. Wir sind aktuell mal wieder in der Prüfung des Erwachsenen und probieren so ein bisschen unsere Items aus. Ich werde das auf jeden Fall nicht als krassen Versuch sehen, denn wir sind im schweren Modus. Und da können wir auf jeden Fall vergessen, dass wir sehr weit kommen. Aber es läuft gar nicht so schlecht, muss man sagen. Also, wir sind jetzt schon fast so weit wie im leichten Modus. Und da habe ich halt richtig rumgefailt. Muss man dazu sagen. Wo steht denn da so angewurzelt? Oh Gott. Ja, das war jetzt richtig kacke. Ich glaube, der Hammer ist gegen die tatsächlich besser. Guck mal. Ja, das ist scheiße. Wirbelattacke, Wirbelattacke, Wirbelattacke. Mach deine Wirbelattacke, Junge. Oh, die ziehen halt immer zwei Herzen ab, ne? Das ist so übel. Na egal. Gut, weiter geht's. War hier nicht auch noch einer? Ach, die Hand kommt noch, alles klar. Da hole ich doch nochmal meinen Boomerang raus. Ja, wir werden gleich sterben, Leute. Da bin ich mir relativ sicher. So, holen uns ein bisschen Kohle. 242 Rubine. Oh. Und in der Mitte steht noch so ein Zombie, ne? Ja, da kommt er. Ja, ich glaube, das war's. Ne, ich hab'n. Ich hab'n tatsächlich. Okay, das war's aber. Ja, Leute, dann das Rad des Todes muss mal wieder an Start, würde ich sagen. Wir gucken auch mal ganz kurz. Okay, wir spawnen wieder ganz normal. Weiter ist nichts passiert. Rüber geht's auf das Feld der Totenräder. Und wir drehen mal das Rad des Todes für eine neue Strafe. Ah. Okay, das ist eine neue Strafe, nur das Masterschwert benutzen. Das ist jetzt halt so eine Sache. Ich darf unter den normalen Waffen nur das Masterschwert benutzen. Die Strafe wurde mir vorgeschlagen für später. Ich habe die jetzt schon mal mit reingenommen. Aber aktuell ist es halt sinnlos, weil wir nur das Masterschwert haben. Später würde ich gerne... Ja, obwohl der Hammer auch mit rein zählt. Der Hammer zählt halt auch mit rein. Den Hammer dürfte ich da auch nicht mit benutzen. Aber ich werde trotzdem nochmal drehen, weil aktuell ist die noch nicht so krass, die Strafe. Ich denke, das ist für euch okay, oder? Guck mal, keine Schultertasten benutzen, das ist doch viel schlimmer. So, das heißt, ich darf den nicht machen. Ich darf den nicht machen und ich darf keine Sprungattacke machen. Tut weh. Das tut weh. Okay, wir gehen erstmal... Achso, sorry. Zack, da sind wir wieder. Keine Schultertasten aktuell. Und wir gehen mal ganz kurz zum Schmied. Denn ich glaube, ich möchte mir die Verbesserung für den Shot, den Hookshot hier holen. Das hat sich für mich zumindest so angehört, als ob es eine Verbesserung für den Hookshot wäre. Ich finde den Hookshot halt mega geil. So ein Item... Ja, was mir halt, hat halt unendlich Munition, oder braucht keine Munition, besser gesagt. Dem können wir eigentlich auch nochmal reden. I'm Will the Blacksmith. I'm improve items and make them more efficient. I have the best materials to improve them. I tailor my service to your needs. For instance, I can enhance your bombs to unleash even greater duration. Sprengkraft? Aber wie macht er das? Ich habe ja Bomben. Wie machst du das mit den Bomben? Muss ich die dir irgendwie zeigen? Hm. Gute Frage. Ja, ich werde, glaube ich, das Ding jetzt kaufen. Das hört sich... Platinum Hammer hört sich halt auch geil an. Die drei Items haben wir jetzt schon.
Nee, das haben wir noch nicht. Das ist auch geil. Aber ich habe jetzt halt die Effizienz nicht so dahinter gesehen. Ich glaube, ich nehme das. Das müsste für unseren Hookshot sein, ne? Ah, ne, Arrowhead. Unsere Pfeile sind schärfer. Okay. Auch cool, aber ich dachte... Ah, ich habe das falsch gelesen. Ah, okay. Ah, die können aber jetzt auch durchdringen. Oh. Okay. Ich glaube, es war keine Fehlinvestition. Als nächstes würde ich mir, glaube ich, den Hammer kaufen. Es war, glaube ich, keine Fehlinvestition. Merkt man das jetzt schon irgendwie? Huh. Okay, wir haben jetzt die Karte, ne? Soll ich damit jetzt mal in die verlorenen Wälder gehen? Ich hätte was zu sagen. Okay, hi. You look different, you look like a real Swordman. Oh, ich sehe aus wie ein richtig krasser Schwerttyp. Ich habe mit Botcher geredet über dich und... Go see him at the Emery. He'll give you a good discount on something special. Oh, Botcher ist der Verkäufer. Also der gibt mir irgendein gutes Angebot für Waren. Möglicherweise kann ich mir jetzt für weniger Geld da so ein geiles Schwert oder Schild kaufen bei dem. Dieses Razor Sword oder was es da gab. Das hört sich ja schon geil an, ne? Haben wir irgendeinen, der sich noch mit Karten auskennt? Dem ich jetzt die Karte geben müsste? Da bin ich halt gerade so ein bisschen überfragt. Oder sollen wir einfach nochmal in die verlorenen Wälder gehen und mal gucken, ob man da irgendwas bekommen kann? Hm. Das müsste er doch sein, ne? Welcome. Genau, Butcher. 400 Rubine. Hatch Sword. Jetzt können wir das machen. Geil. Das Schild nicht. The Razor Long Sword. Also wir können das Hatch Sword, das ist ein Hook Sword, lets you run straight through monster to defeat them. Oder halt das. Ist super scharf und will niemals brechen. Aber das geht wohl kaputt, oder wie? Dann, aber Longsword? Boah, erhöht das die Reichweite? Das wäre mega geil. Jetzt bin ich gerade ein bisschen hin und her gerissen, welches Schwert ich mir kaufe. Das Schild geht auf jeden Fall nicht. Und das kann parry the any attack. Also ich glaube, ich würde auf das sparen. Als nächstes. Da ist mir auch dann der Hammer egal. Gut. Ja, cool. 500 Rubine ist unser nächstes Ziel, Leute. Und ich würde nochmal ganz kurz in die verlorenen Wälder rennen, glaube ich. Ich will mir mal kurz angucken, ob wir irgendwas bekommen können. Weil ich weiß halt gerade nicht, wem ich sonst die Karte geben soll. Oder kann ich vielleicht irgendjemand anderen die Karte geben, der vielleicht hier abhauen möchte? Das könnte ich mir vielleicht auch vorstellen. Oder ist halt wirklich für mich einfach. Wir gucken mal. Ist halt die Frage, ob das jetzt schon das Final Item ist von der Tauschquest. I don't know. Wir probieren mal ein bisschen rum. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal... Ich weiß nicht, ob wir es noch schaffen in dem Part. Ich weiß ja jetzt nicht, was passiert. Je nachdem, was passiert, ob wir jetzt weiterkommen oder nicht, gehen wir dann in die nächste Prüfung rein. 500 Rubine, Leute. Das ist mein Ziel. So. Ja, wir haben da jetzt eine Karte. Special Map. Tada! Mhm. Und? Was bringt mir das jetzt? Ich bin wieder draußen. Eureka. Vielleicht brauche ich noch jemanden, der die lesen kann oder so. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob wir den schon haben. Wenn ihr wisst, wem ich die Karte geben muss, könnt ihr mir ja mal einen Tipp geben in den Kommentaren. Ansonsten, ja, würde ich erstmal weiterspielen und ein bisschen versuchen. Hört sich für mich auf jeden Fall wieder nach einer Nebenquest an. Gut. Ja, ich spiele auch das Game blind, ne, deswegen ich versuche auch mal ein paar Sachen, probiere ein bisschen rum. Ärgert mich gerade ein bisschen, dass ich, ja, das Geld ausgegeben habe.
Aber ist halt so. Wir haben schärfere Pfeile. Mit Durchdringungsschaden. Ist, glaube ich, ganz geil. Vielleicht soll ich noch ein paar Pfeile kaufen, bevor ich weitermache. Mache ich mal eben. Und zwar hier unten. Tüm, tüm. Obwohl, wir haben auch 40 Rubine. Ich könnte mir auch Krabbelminen kaufen. Hm. Ich glaube, Pfeile sind mir lieber. Das reicht aber schon. Schön mit Durchdringungsschaden, Alter. Da müsste der Geist jetzt auch ratzfatz tot sein. Okay, wir gehen in die nächste Runde rein, Leute. Wir starten mal das Rad des Schicksals, würde ich sagen. Und gucken mal, in welcher Schwierigkeitsstufe wir spielen müssen. So, dafür müssen wir einmal den machen. Zack. Na, wenigstens Mittel. Das geht noch klar. So. Einmal noch schnell umstellen. Und dann rein in die gute Stube, würde ich sagen. So. Jetzt ist es auch soweit, mir bleibt manchmal die Stimme weg. Ich glaube, ich muss langsam die Folge beenden für heute. So, meine Freunde. Zack. Ich glaube, mit dem neuen Schwert wäre ich ganz willkommen. Ich habe schon wieder die Strafe ausgelassen. Sorry, Leute. Keine Schultertasten. Mir wird das dann immer erst bewusst, wenn ich die ersten Gegner getötet habe. Ich darf auch dann nicht anvisieren, ne? Ah, das ist ja auch eklig. Ah, das wird schon wieder so eine unmögliche Strafe werden. Okay, alles klar. Ich darf nicht anvisieren. Sorry, Leute. Alles klar. Jetzt halte ich es ein. Sorry. Wollt ihr nur mal gucken, ob ihr aufpasst. So. Gerade gegen Fledermäuse ist das super eklig. Weiß gar nicht, was nehme ich denn da jetzt für Items? Bogen. Der Boomerang ist da auch nicht so effizient tatsächlich, wenn ich nicht anvisieren darf. Okay. Sprungattacke ist kaputt. Alles kaputt hier. Mal gucken mit dem Pfeil. Mach ich jetzt auch mega Schaden, ey. So, zack. Ja, 500 Rubine, Leute. Das ist unser Ziel. Ich hoffe, das kriegen wir irgendwie hin. Ah, scheiße. Das ist schon wieder mega schlecht, was ich hier mache. So. Okay. Und weiter geht's. Boah, ich frage mich, wie lange wir brauchen, bis wir das durch haben hier, das Thema. Okay. So, ich bin mal gespannt, wie viel stärker unsere Pfeile sind, denn... Okay, es muss der hier sein, glaube ich. Oder der. Mal sehen, wie viele Schüsse wir brauchen. Ich glaube, sonst haben wir 3 gebraucht. Mal sehen, ob wir jetzt nur 2 brauchen. Das interessiert mich jetzt mal. Jo. Also stärker sind sie auf jeden Fall. Und Durchdringungsschaden müssten sie jetzt auch machen. Theoretisch. Geld gibt's keins? Das macht mich ja schon ein bisschen traurig. So, das war der. Gibt's Geld? Mann, die sind heute aber nicht so ergiebig hier, die Leute. Macht ja gar keinen Spaß. So, gegen Fledermäuse ist ohne Anvisier auch richtig eklig.
Wo es geht eigentlich mit der Wirbelattacke? Na, 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 na. Ja, aber ich kann euch jetzt schon sagen, das wird auch nicht der Run werden. Ich brauch eine gute Strafe, ganz ehrlich. Eine schwache Strafe. Ich habe ja meine Strafe, die ich gemacht habe, weggedrückt. Ganz ehrlich, das war ja dumm von mir. Ich hätte es einfach nehmen sollen. Dass ich dann keinen Hammer benutzen darf oder so. Aber ich will ja auch, dass ihr eine ordentliche Strafe habt. So, Fledermaus. Shit, ey. Das wird nix, sage ich euch jetzt schon. So. Ich glaube, mit dem neuen Schwert, da kann man richtig Feuer geben. Vor allem Langsword. Ist halt wirklich, wenn das wirklich eine längere Klinge hat und ich damit höhere Reichweite und so habe, das wäre mega. Shit. Ich verballer meine schönen Pfeile. Okay, warte, dem gebe ich einen Pfeil. Eben ist er mit zwei Schüssen gestorben. Manchmal verstehe ich das auch nicht. So, mein Freund, das ist jetzt auch richtig eklig ohne Anvisieren, ne? Obwohl, Quatsch. Ich hätte ja auch einfach einen Hammer nehmen können. Jetzt hat er wieder so Flammen gemacht, weil ich zu lange gebraucht habe, glaube ich, ne? Ich hasse diesen Kerl, der dauert einfach so unnötig lange. Okay, da war. Weg damit. Aber wir kriegen kein Geld. Das nervt richtig. Wir kriegen richtig wenig Geld. So, hier ist kein Typi dabei. Wie läuft's Training, Junge? Wirst du schon stärker? Soll ich hier eigentlich mal mit dem Auge der Wahrheit ein bisschen rumgucken? Vielleicht gibt's ja hier irgendwelche krassen Geheimgänge oder so. I don't know. Ja, das ist auch schon wieder ein richtig schlechter Run, ganz ehrlich. Jo. Easy. Oh, ich freue mich so sehr, wenn wir diesen Abschnitt abgeschlossen haben. Und dann wird es halt noch schwieriger, ne? Das ist ja noch nicht die härteste Schwierigkeitsstufe. Das ist ja... Alter. Das ist ja erwachsen. Und dann gibt es ja noch den Meister oder so. Es geht danach noch weiter. Leute. Aber ich finde es cool gemacht. Es wird halt nicht langweilig. Wir werden immer stärker. Ohne Anvisieren ist das so eklig. Leute, was macht ihr mit mir? Pfeiler. Ja, keine Ahnung. Jo, geil. Ha. Eine gute Runde wird das auf jeden Fall nicht. Kann ich euch jetzt schon sagen. Die haben auch überhaupt keinen Bock auf mich, die Fledermäuse, ne? So und... Shit. Viel zu viele Pfeile verballert. Ich glaube, ich werde keine Pfeile mehr benutzen erstmal. Ist einfach nur sinnlose Verschwendung, was ich hier mache. Hm.
Jo. Ja, mit dem Boomerang ist halt besser. Ist einfach so. Dö. Fledermäuse sind das Schlimmste an dem Spiel. Ich brauche die Maske mit dem, die Schädelmaske brauche ich. Das wäre richtig geil gegen die. Boah, sehr gut. So, jetzt kommt der Hund. Hi. Das ist so dumm ohne Anvisieren. Komm, das ist halt auch voll der Endboss, ne? Wenn du den nicht am Rücken erwischst. Ey, schlecht. Einfach nur schlecht, ganz ehrlich. Ah, die 5 Rubine. Nein. Das war sogar noch schlechter, als ich dachte. So, das ist jetzt auch super eklig ohne Anvisieren. Ja, was soll ich machen? Leute. Was soll ich machen? Ich werde den Run noch zu Ende machen, weil lange geht er, glaube ich, eh nicht mehr. Und dann ist auch Schicht im Schacht für heute. Wir sind auf jeden Fall schon dicke drüber. Guck mal, gegen die Gegner, ey. Wie soll ich denn das machen? Das ist doch einfach nur eklig. Wie schnell ich da sein muss, ey. Alter. Sind einfach gebufft. Nein! So kacke, ey. Das ist so kacke. So. Geil. Ja, meinen Boomerang kann ich halt auch nicht richtig benutzen. Davor hatten wir viel mehr Kohle. Ja. Geht das eigentlich mit Dekonüssen? Ja. Zack. So, da haben wir noch zwei. Hallo. So, ja, mal ein bisschen Items verballern. Fertig. Der dauert immer ewig. So, da ist er wieder, unser Freund. Hi. Also lange geht's nicht mehr, Leute. Lange geht's nicht mehr. Da fehlen jetzt noch 4 Herzen und dann sind wir tot. Hier gibt es noch mal ein bisschen Kohle. Ich vergesse aber auch immer mit dem Auge der Wahrheit mal so ein bisschen zu spielunken, ne? Hallo. Vielleicht gibt es halt wirklich irgendwas in den anderen Räumen noch, mit dem Auge der Wahrheit zu entdecken. Oh ja, wenigstens noch ein Zwacken. Schön. Hallo, ich glaube, das ist unser Ziel, oder? Mit dem neuen Schwert können wir hier vielleicht besser durchrocken. Ist halt einfach so. So, das war eine schöne erste Runde, fabelhaft, aber wir kommen zumindest immer schon mal bis hierher, ne? Das ist, glaube ich, schon mal ganz geil. Jetzt kommt noch diese komische Hand, glaube ich, von oben, oder? Ja. Du, 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 du. Hallo, ich warte auf dich. So, Geld. Wahnsinn. Okay, die Zombies. Ah, das ist jetzt eklig. Das ist richtig eklig. Ich glaube, das wird mein Tod hier. Oh, wie die auch rote Augen haben, ne? Das ist so krass. Jo. Okay, der ist tot. Das ist gut. Geil. Ich hab's alle.
Ja, dann, die sind auch kein Problem mehr jetzt. Easy. Wenn du sie einmal hast, dann geht's. So, mit dem machen wir das jetzt auch so. Einfach schöne Wirbelattacke. Geil. Ah, natürlich. Die Fledermaus trifft mich wieder. So. Vielleicht kriegen wir noch die 150 Rubinen zusammen. Das wäre doch gar nicht mal so schlecht, oder? Ich meine, der sollte jetzt kein Problem sein. Da brauche ich auch nicht unbedingt anvisieren. Ja, ein besseres Schwert ist, glaube ich, ganz nice. Mit dem besseren Schwert werden wir es schaffen. Ich bin guter Dinge, Leute. Shit, ey. Nervig. Warum haut der denn ab? Ist einfach der heavy, gruseligste Gegner der Welt und... Oh, shit. Haut immer ab. Okay, 150 Rubine haben wir. Weiter geht's. So, das wird jetzt mein Ende sein. Oh nein! Jetzt ist meine Rüstung weg. Oh, wie Arschloch ist das denn? Shit. Ja, das war's. Ah, ich lebe! Lol. Oh, lol. Viertelherz. Meine scheiß Rüstung weg. Jetzt muss ich Geld dafür ausgeben. Das nervt mich. Das nervt mich gerade mega. Ah, Mann. Hier sind überall nur die unsichtbaren Spinnen jetzt. Also wir sind... Oh, jetzt kommt der noch. Wir sind schon noch ziemlich weit gekommen dafür, dass ich die scheiß Strafe habe. Ist auch noch fett Überlänge geworden. Aber jetzt ist vorbei. Hol. Nee, das war's. Nee, er hat mich noch nicht. LOL. Pass auf, das wird jetzt der Viertelherz-Run. Ich reiß das noch. Geld? Nee. Jetzt kommen die ganzen unsichtbaren Fledermäuse, ne? Okay, das war's. Alles klar, Leute. Scheiße, jetzt muss ich die scheiß Rüstung kaufen, ne? Kacke. Ich würde sagen, wir gehen nochmal ganz kurz in den Modus rein. Schauen uns nochmal unsere Strafe an fürs nächste Mal. Zack. Und hoffen mal, dass es was Schönes ist. Ist doch nicht dein Ernst. Jetzt sind wir bei kein Schwert. Soll ich... Ich mache das jetzt für euch, oder? Weil das hat man halt erst. Ihr wollt ja auch mal eine neue Strafe haben. Drei Items, kein Wechsel. Okay. Ja, das ist, glaube ich, eine ganz geile Strafe. Fürs nächste Mal. Heißt ja, ich muss mir quasi meine Ausrüstung vorher zusammenstellen. Ich muss mir hier direkt auswählen, was nehme ich mit und darf dann nicht wechseln. Ich denke, das ist eine faire Strafe, aber auch kann böse sein. Ne? Ich glaube schon. Okay, gut Leute, ich würde sagen, das war's mit der Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen, gerne liken, kommentieren. Beim nächsten Mal hoffentlich. Es wäre geil, wenn wir mal wieder im leichten Modus starten könnten. Das wäre toll. Ich werde mir jetzt, glaube ich, die Tunik nochmal kaufen, schnell. Das ist zwar ein bisschen schade fürs Geld, oder um das Geld, aber hey, geht halt nicht anders. Gut, Leute, das war's dann von mir. Bis zum nächsten Mal. Euer Zellerjunge. Tschüss.